und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dachmobil. Wir sind mal wieder übers Wochenende mit unserem Wohnmobil unterwegs. Hat der ein oder andere schon eine Idee, wo es uns wieder hin verschlagen hat? Ja, ich. Du bist doch gefahren. Wir haben das Wochenende 26. bis 28. April 2024 und es hat uns wieder an die Mosel gezogen. Warum? Weil hier wieder das beste Wetter vorhergesagt wurde. Die Mosel ist für uns so doch ein schön Wettergarant, weil man siehe da, es sind 0 Sonnenstunden angesagt. Die Vorhersage lasse ich mir gefallen. Wir sind diesmal in Kesten. Kesten liegt ca. 13 Kilometer von Bernkastel-Kues entfernt und hier gibt es einen wunderschönen Stellplatz, der direkt vorne am Moselufer liegt. Etwas abseits vom Ort, fußläufig bist du aber in 3 Minuten im Ort. Und dazu haben wir euch natürlich, wie immer, wie ihr es von uns kennt, ein separates, ausführliches Stellplatzvideo gedreht. Schaut in unsere Playlist. Beide Videos gehen, wie ihr es von uns gewohnt seid, natürlich gleichzeitig online. So, und jetzt wollen wir gemeinsam das Wochenende in Kesten genießen. Hier gibt es vieles zu sehen und zu entdecken. Kommt mit, rein ins Wochenende. Guten Morgen. Ach nee, wir sind ja in Deutschland. Guten Morgen. Immer diese Angriffe ohne Mikro, ich kann mich ja nie wehren. So, guten Morgen. Ich weiß gar nicht, was Alfred da mit mir anfängt. Ja, warum filmen wir denn heute Morgen hier gerade so mit euch? Wir warten aufs Brötchenauto. Ich glaube, ich nehme euch mal mit raus und zeige euch mal, wie das hier morgens aussieht. Mein Anblick, der ist nicht so schön wie die friedliche Mosel da draußen. Ja, dann beweg dich. Hier in Kesten auf dem Stellplatz habt ihr täglich den Genuss, auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, dass von der Bäckerei Fleury, die gegenüber in Brauneberg ansässig ist, der Brötchenwagen kommt. Da bekommt ihr leckere Kuchen, Brote, Brötchen jeglicher Art, inklusive der Moselspezialität, also der Spezialität des Hauses, dem Moselkruste, die liegt da hinten vor der Chipstüte. Dann haben wir das Wurzelbrot. Das Brot ist ein sehr aufwendiges Brot. Es benötigt 2 Tage, bis es gebacken werden kann. Das ist ein Sauerteig, der mehrfach geht und in die Kühlung gestellt wird. Und dann haben wir auch noch die Teufelskruste mit Chili. Wenn ihr Getränke benötigt, Chips vergessen habt oder kleine Leckereien noch braucht, könnt ihr die hier auch beziehen. Und was das Schöne ist, ihr könnt auch für den nächsten Tag, wenn ihr sagt, oh, für morgen auf den Sonntag möchte ich einen Käsekuchen haben, könnt ihr den hier vorbestellen. Also von daher, euren Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt. Braucht also, wenn ihr nach hier fahrt, kein Brot und Kuchen mitnehmen. Ihr seid hier bestens mit dem Wagen versorgt. Da sind sie. Unsere leckeren Brötchen. Wir werden jetzt erstmal die leckeren Brötchen aus Brauneberg genießen. Was hier in jeder Straße den Mix zwischen alt und neu und leer stehen sind. Das habe ich gar nicht gesehen. Mein Gott, Michael, ich bin das Stück die andere Straße gegangen. Aber es kamen gestern auch viele Leute
angefahren, die dann hier in die Pensionen reingingen. Also hier ist mehr, glaube ich, als wie in Mehring. Ein richtig schönes, typisches Moseldorf. Viele alte Häuser noch, teilweise auch auf alt belassen. Mega sauber alles und liebevoll gepflegt. Also ich bin echt begeistert. Das ist ein richtig schönes Dorf. Guck mal hier rein. Guck mal. Schön. An der Stelle, danke Toni für den tollen Tipp. Jetzt weiß ich, warum du so oft hier bist. Danke. Guck mal, das sieht auch schön aus da oben mit Osamond. Ja, sieht aus wie eine Toskana. Ja. Zuerst quälen wir uns da hinten hoch. Was? Und jetzt wieder den Berg runter. Ja, wir fahren ja zur Mosel runter. Mal eben ins Nachbarörtchen gefahren, nach Minnheim. Und da ist heute Weinhöfefest. Vom 27. bis zum 1. Ach so, ist das nicht heute doch? Ist doch heute. Ab 18 Uhr. Ja, wenn ich gesagt habe, dass das heute ist, ich habe nicht gesagt, von bis. Das ist auch ein Weinautomat. Ja. Gut besucht. Ja. Stellplatz rappelvoll. Hier gibt es auch einen Stellplatz. Sieht auch top gepflegt aus, alles super. Aber da waren nur noch zwei Plätzelchen, zwei kleinere Ecken frei. Und hier ist alles schon ja, in reger Vorbereitung. Und da gibt es Leckeres. Was haben wir denn da? Das ist der Stellplatz in Pissport. Haben wir auch schon gestanden, haben wir auch schon ein Video zugemacht. Wir fahren hier gerade in die Sackgasse. Hinten kommt die Mosel-Lorelei an dem Felsen, da hinten ist Schluss. Aber wir wollten euch von hier einfach mal Pissport von der anderen Seite zeigen. Da vorne, wo es so felsig wird, hier vorne kommt die Mosel-Lorelei. Und da ist auch der Weg zu Ende. Da hinten ist eine dicke Warnbarke. Ja, da kommen Fahrräder. Das will ich jetzt wissen. Die Römer waren auch schon hier. Nein, ich gehe da jetzt nicht hoch.
Ich wollte euch das nur mal zeigen. Ich kenne jemanden, der hier genug ist, der sitzt da. Bist du da Follower? Nein, nicht am Ärgern. Ja, und jetzt noch ein bisschen Sonnenschein. Ich weiß, wie schmal der Weg da war, oben nur noch so und total steil. Ich bin ja bis, das siehst du von hier nicht, noch weiter hoch gewesen, aber mit Turnschuhen bin ich nicht weitergegangen. Da wurde es auch nass und rutschig und überall das lose Schiefergeröll. Da hätte ich die anderen Schuhe anziehen müssen. Und außerdem ist das nicht die Spitze, die kommt dahinter erst. Also das hätte jetzt zu lang gedauert, war mir auch zu. Ja, jetzt zeigst du den Leuten noch mal, wie schmal der Weg war. Das konnte mich wahrscheinlich keiner sehen. So. Heute kein Pissbord, ein Goldtröpfchen. Nein. Nee. Heute gibt es keine Goldtröpfchen. Tendiere noch zu Tobis Rotem. Also die Flasche nehme ich Tobias auf jeden Fall mit. Voll oder leer? Nein. Ja, ich nehme sie leer mit. Ich habe doch noch von gestern, ich trinke doch keine ganze Flasche Wein an einem Abend. Habe ich noch nie. Bei 3 Gläser bin ich krank. 2? Aber dann ist auch schon hart an der Grenze. Was hat sich verändert? Wir sind ja hier vor wie vielen Wochen? Vor 4, 6 Wochen gefahren. Da war doch, wo ich dich da querfeldein in die Matsche da, oh, guck mal, das ist eine Lieblingsbrücke. Ja, kannst ja, nee, erinnern? Ist klar. Kannst du dich an diese Brücke ja, erinnern? Ja, kann ich. Da und diesmal fahren wir hier unten vorbei. Ja, ist ja gut. Guck mal, kleine Kapelle, Strohballen. Ich muss ein bisschen ablenken von dem Trip da hinten querfeldein. War gar nicht an. Schöne Streuobstwiese hier wieder. Und damit keiner die Äpfelchen klaut, stehen die Brennnesseln so hoch, dass man da nicht durchgehen möchte. Ja. Oh, guck mal. Ja, was ist da? Was bauen die denn da auf? Das Action. Ich will Sonne. Wieso hast du? Auf der anderen Seite fahren. Du bist schuld, dass ich kalt habe. Ich? Ja, du hättest ja sagen können, hast einen Knall, eine kurze Hose anzuziehen. Aber hast nichts gesagt, hast mich machen lassen. Dass du einen Knall hast, weiß ich. So lässt dir das sowieso nicht sagen. Sonst sagst du immer was. Mhm. Jetzt hast du nicht geknüttelt und ich hab den Frieden. Ich sag immer, musst du selber wissen. Du bist doch 3x7 alt. Ich bin 57 alt. Ja. Ich muss mal vorfahren, da stehen welche. Und noch kein bisschen schlauer. Komm, haben sie einen Weg gefunden, jetzt kommen. Meine Frau hat gesagt, ich soll einen Schwenk durch die Grünanlage machen. Blüht alles so schön. Butterblümchen, der Ginster. Ja, du blühst auch schon mal. Ich bin auch ein Butterblümchen. Puschelhühner. Huhn müsste man sein. Das sind Puschelhühner. Thank you.
Wieso machst du denn schon wieder Pause? Guckst du dir denn da an? Stehen alles alte Töpfe. Ja. Römische Kälteanlage. In Pisport. In Pisport. Wir sind hier in Alt-Pisport auf der anderen Moselseite. Und was soll ich sagen? Wir nehmen gerade die schwarze Wolke wieder mit. Die ist nämlich über uns. Hinter uns, wo wir herkommen, ist jetzt blau. Und hier haben wir eine komplett rekonstruierte römische Kälteanlage. Soll ich mal mit euch zum Bächlein gehen? Es gibt auch Informationsmaterial, aber da sind die Kästen noch nicht aufgefüllt. Zwischen Kelter und Kastell. Fahre mit dem römischen Schiff, kann man hier auch. Kostet 18 Euro, das klingt gar nicht mal so schlecht. Wann fährt das Schiffchen denn? Sonntags und mittwochs von Juni bis Oktober. Ah, das haben wir noch nicht. Beim nächsten Mal. Aufwertung des Ausonius-Ufers in Pisport. Das steht auch leer, oder? Ne, da steht ein Auto vor. Steht nicht leer. Zumal der Ort echt nur aus dieser einen Straße besteht, ne? Ja, dahinter sind wir. Was willst du denn da noch? Ja, ja. Wir müssen jetzt wieder rüber. Ist die schnell. Oh, ein Schwan, der beißt mir ins nackte Bein. Pass auf. Ja, die ist noch ein Junger. Nee, ist noch ein Junger. Der weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ist das nicht traumhaft? Kommen wir wieder an dem gefährlichen Stellplatz vorbei. Wir tun so, als wenn wir keinen kennen. Ja, ja. Besser so. Zieh Kapuze am besten. Ansonsten kommen wir nicht mal bis zum Weinfest. Da haben wir hier unser Weinfest. Hallo. Einmal von der 2, den Weißburgunder? Ja. Ein Glas. Stachelbeerbisse. Um meine Frauen zu müssen, nur einen Wein dazu haben. Was hast du denn da schon wieder? Ich? Stachelbeerbisse. Ich meinte das in dem Gläschen da. Weißburgunder. Aha. Lecker. Mhm. Selbstgemacht, schmeckt man. Guck mal. Da oben ist eine große Höhle. Du willst wissen, was ich mache? Ja. Dein Zuhause filmen. Wie mein Zuhause? Lass mich eine Drachenhöhle.
Ja, siehst du, siehst du? Die speit gleich Feuer. Kannst du froh sein, dass wir einen Gasgrill haben? Ja, ne? Und dann ist Grille, nicht du. Guck mal, da unten ist die Höhle und da oben ist der dicke Hermann. Nee, wie heißt das nochmal? Der heilige Mann, ne? Oder wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Guck mal in unser Video von Windrich. Da wusste ich noch, wie der heißt, weil da bin ich ja da oben bis kurz vor dem Kreuz gewandert. Den Weinlehrpfad, der geht da oben vorbei. Ich glaube, das heißt. Von da nach da. Ich glaube, das heißt echt heiliger Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind jetzt so viel Mosel gefahren, ich weiß gar nichts mehr. Deshalb schaut die Videos, die. Ich hab's ja mal gewusst. Ja. Naja. Ich muss jetzt Schuhe kaufen. Auf dem Platz bei uns ist ein Stand mit Schuhen. Ich muss jetzt weg, weg. Dafür musste ich eben schon Geld holen. Ja, Alfred musste im Netto Geld holen, damit ich Schuhe kaufen kann. Für Alfred aber. Ja, ja, hätte ich es auch gesagt. Ein Paar für mich, zwei Paar für meine Frau. Ja, ist aber eine Marke, die ich mit meinem kaputten Fuß gut tragen kann. Und der hat einen Laden gehabt damit und verkauft jetzt die Reste so im Nebengewerbe ab. Und der steht bei uns auf dem Platz und hat einen Stand aufgebaut. Und da fahren wir jetzt hin, weil ein Piccolo hat er mir heute Morgen schon angeboten. Ach, jetzt sieht's doch noch so. Nee, den habe ich heute Morgen gar nicht getrunken. So. Ja, aber gleich. Ja, ich kann nicht fahren, weil da steht da ein Rad vor. Wie soll ich denn jetzt aus dem Film fahren und sagen, so, fahren wir mal Schuhe kaufen. Und ja, ist so, Platz noch. Liebe Community, komm, fahrt mal mit. Geht doch mit, da steht da ein Rad vor. Oh, ich hab Zuschauer. La, la, la. Ich bin ja jetzt so ruhig, so ruhig, so ruhig und so still. Ich bin jetzt ruhig, ruhig und auch so still. Ich bin der kleine Alfred, ich hab ja nichts zu sagen. Liebe Leute, keine Frage. Ich bin der Alfred, ich bin der kleine Mann von der Frau, die fährt da vorne voran. Dir ist schon klar, dass ich mir gleich alles anhöre, ne? Bitte? Scheiße! Hast du die Kamera? Hast du die Kamera? Leugnen sinnlos. Hast du die Kamera an? Oh, Mann! Oh Gott! Das geht bei jedem Scheidungsrichter durch, so eine Scheiße. Dann brauchst du Beweise für Körperverletzung. Oh, ist das peinlich. Hast du ein Glück, dass die Schuldfrage nicht mehr zählt. Oh. Oh Mann. Lass uns am Stellplatz ankommen, damit wir getrennte Wege gehen können. Der mich heimisch filmt. Oh. Schildkran, Ruhrpott-Flamingos. Steht der Kuh im Fenster. Jetzt haben wir mein Lämpchen gar nicht aufgeladen, wo ich gerade den Ballon da sehe. Jetzt hast du mir die schönen Lampen gekauft und haben sie nicht aufgeladen. Holst du die jetzt noch raus, dass eine wenigstens so für ein bisschen noch lädt? Eine wenigstens, bitte. Ich höre mir zuerst das Video an und dann entscheide ich, ob ich die raushole. Kannst manchmal richtig ein Ekelpaket sein. Was war? Nichts. Ja, bist du schon am Grillen? Du grillst? Wenn ich grille, gibt's nichts zu essen. Ja, da glaube ich auch. Ich habe Game Over für heute. Ich bin müde. Nach deiner Schnarchattacke. Nee, nach deinem Gesang. Habe ich jetzt die entsprechende Bettschwere erreicht. Obwohl, wir haben erst 17.30 Uhr oder so. Also noch sehr früh. Habe ich heute früh Ruhe. Und jetzt wird schön gegrillt. Was grillen wir denn? Auf dem Ofen ist grüner Spargel, den wir anbraten. Und es gibt den speckummantelten Ziegenkäse und Hähnchenbrustfilets. Und darunter sind noch Hähnchenspieße. Und was isst du? Ich wollte sagen, wir grillen immer für zwei Tage. Nicht, dass ihr denkt, ne? Das bin ich schon. Wir haben zu Hause noch einen Abnehmer. Stimmt, den Rest kriegt mein Sohn morgen. Habe ich bei einer Bekannten letztes Jahr am Wohnmobil gesehen. Und im Dunkeln
sahen die wirklich toll aus. Wir haben zwei Stück, da haben die Markise aber nicht offen. Von daher testen wir es jetzt einfach mal so am Fahrradtank. Ich zeige euch noch schnell ein Camper-Gadget. Und zwar beim NKG gab es diese Woche diese Hängekörbe. Wir haben einfach oben einen Haken an den Haltegriff gemacht. Der Korb dient dazu, um unsere Enten zu beherbergen, während wir fahren. Aber es gibt natürlich auch noch eine sinnvolle Verwendung. Gehen wir mal nach hinten. Und zwar haben wir hier in dieser Schiene einen Vorhang gehabt. Das kennt ihr alle. Viele haben diesen Vorhang nur bis auf die Matratze. So war es auch hier bei unserem Weinsberg. Und das war das Erste. Der hat keine Fahrt überlebt. Also den haben wir schon vor der ersten Fahrt rausgenommen. Obwohl Alfred oft vorne Fernsehen guckt, ich hier hinten noch streame, haben wir den rausgeschmissen. Und ob der drin ist oder nicht, das macht überhaupt nichts aus. Wir haben dann relativ schnell hier diese Haken eingezogen. Und ich habe dann da wie Nachtwäsche oder mal ein Sweatshirtjacke oder sonstiges angehangen. Hast natürlich dann immer hier auf der Bettoberfläche rumbaumeln. Und das hat mir irgendwie nicht gefallen, weil durch den Sand gefahren, hast eine Jeans angehabt, die da rumbaumelt, hast natürlich den Sand dann durchs Bett. Also kam mir die Idee, diese drei Körbe hier aufzuhängen. Ich muss noch die Abstände der Haken verändern und kann hier Nachtwäsche, getragene Leggings, eventuell ein Bikini oder irgendwas, was ich noch mal anziehen möchte, weil es wirklich nur kurzweilig getragen wurde, da hineinstopfen, ohne dass es hier in meine Frischwäsche kommt und sich mit dem Lenor und Waschmittelduft vermischt. Noch mal einen kleinen Blick auf den Stellplatz. Da könnt ihr sehen, wie schön ruhig er liegt. Und wir haben hier auf der anderen Seite den Ort Kesten, der sich bis zum Stellplatz runterzieht. Da oben haben wir Osan Monzel. Solltet ihr Geld benötigen, gibt es dort eine Filiale der Sparkasse. Und mein Ziel war eigentlich hier oben der Aussichtspunkt. Aber da hätte ich, glaube ich, hinten die Parallelstraße nehmen müssen, weil das hier ist der Radfahrweg und eine kleine Landstraße, die mich da nicht nah genug an den Bergrand führt. Mal gucken, wo wir landen. Ich habe mich nämlich eben wieder mal, wie sollte es anders sein, Betty-like, festgequatscht. Ich habe eine niederländische Kollegin getroffen, und zwar die nette Dame von On Camper Tour. Netter YouTube-Kanal aus den Niederlanden. Vielleicht werft ihr auch mal einen Blick auf unsere Kollegen. Die haben sich auch verstärkt auf die Stellplätze konzentriert und zeigen uns tolle Stellplätze in den Niederlanden. Da komme ich meinem... habe ich mich jetzt erschrocken. Ein Auto. Komme ich meinem Ziel doch immer näher. Und damit meine ich nicht, gleich noch in den Regen zu kommen, sondern da oben. Den Aussichtspunkt. Nee, ne? Soll ich euch was sagen? Hier komme ich nicht zum Aussichtspunkt. Ich habe es wieder geschafft. Mein Weg ist zu Ende. Da oben, wo der Baum steht, ist der Aussichtspunkt. Hier, wo ich stehe, ist Endpunkt. Ach nö, das ist doch nicht normal. Wieso schaffe ich das denn an jeder Tour? Okay, blühen schon die ersten Mohnblumen. Das ist doch nicht normal. Echt. Habt ihr das auch oder ist das nur mein Talent, immer so vor vollendeten Tatsachen gestellt zu werden? Nö. Das war ja wohl jetzt absolut nix. Ich wollte noch eben sagen, wenn ich oben bin, werde ich auch nachher, wenn ich zurück bin, belohnt. Wir haben Käsekuchen beim Bäcker bestellt und heute Morgen bekommen. Ich wollte von da oben. Oh, da kommen sie mich.
viele Dohlen hier. Nee. Also, ob ich den Käsekuchen jetzt noch essen darf, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mein Stück lieber meinem Sohn gleich geben. Und den Regen nehme ich aber mit. Also darauf ist Verlass. Dass ich mein Ziel richtig erreiche, funktioniert ja nicht. Aber dass ich im Regen komme, da bin ich spitze. Lasst mir doch an der Stelle vielleicht ein Abo da. Vielleicht entschädigt das für die Kilometer, die ich hier zusätzlich laufe. Mein Schaden tun sie ja nicht für die Figur. Aber wenn ihr mir ein Abo da lasst, könnt ihr auf jeden Fall am Ball bleiben, wo es mich immer so hinverschlägt. Meine Wege sind ja die reinsten Irrwege. Und wenn ihr uns auf Instagram und Facebook folgt, dann wisst ihr auch immer, wo wir gerade sind und welches Video in ein, zwei Wochen rauskommt. Jetzt sind wir wieder im Wind. Ich bin hier oben in Osan und ich hätte es ganz einfach haben können. Da ist der Weg. Da kannst du mit dem Auto hinfahren zu dem Aussichtspunkt. Super, ne? Da fahren auch alle mit dem Auto hin. Wenn ich jetzt nicht so neugierig auf dem Ausblick wäre, ne? Mit dem Auto noch viel weiter fahren. Da fahren die hinten bis an die Bäume. Ne, da will ich jetzt nicht hin. Ich gehe zurück. Die Frage, gehe ich hier zurück? Wie komme ich denn da auf den Weg schon wieder, wo ich hin will? Muss ich die Straße da hinten runter? Aber der Regen kommt immer näher. Packen wir's. So. Nachdem der Sonntag heute etwas windig war, die Pläne vom Winde verweht wurden, wir wollten eigentlich heute noch mit dem Rad, nein, fing eigentlich ja gestern Abend schon an, ne? Ich wollte euch hier, der Platz ist schön in den Bäumen beleuchtet und da oben das Kirchlein ist schön beleuchtet. Es gibt hier wirklich, wenn man draußen sitzen kann, nette Anblicke, die wollte ich euch fotografieren. Ich bin 20 Uhr irgendwo ein bisschen eingeschlafen. Um 11 hat Alfred mich hier auf der Dinette geweckt. Dann bin ich ins Bett gewackelt und habe bis heute Morgen um 7 Uhr durchgeschlafen. Also von daher hat das schon mal nicht funktioniert. Dann habe ich ziemlich lange gebraucht, bis ich in die Puschen kam. Es war aber auch sehr windig. Ich konnte mich dann nicht entscheiden, nachdem wir das Stellplatzvideo gemacht haben, Fahrrad oder Wandern. Habt ihr ja gesehen, ich bin ja dann etwas spazieren gegangen. Habe dann den falschen Weg genommen, wie so oft. Und auch das Wetter kommt nicht richtig in die Gänge. Hier sind die dunklen Wolken weg, aber es ist hier unten am Wasser wesentlich windiger als wie hinten im Ort. Da sitzen die Leute alle draußen in den Gärten. Ne? Aber hier weht es ganz gut. Und ja, haben wir gedacht, bevor ihr gleich noch von meinem Käsekuchen, den wir heute hier am Wagen beim Bäcker ja geholt haben, etwas abhaben wollt. Wir wollten doch mit unserem Käsekuchen. Bevor ihr gleich, ist er gleich weg, von dem Käsekuchen was abhaben wollt, machen wir schnell das Fazit, damit wir den Kuchen in Ruhe essen können. Ja, Fazit, Kästen, Wohnmobilstellplatzkästen, es ist unser Lieblingsplatz an der Mosel geworden. Einmal hier gewesen, ins Herz geschlossen, Kästen, die Umgebung, der Käsekuchen. Bist du jetzt fertig? Hier war es schön. Fürs Wetter kann ja keiner was und wir müssen ehrlich sagen, bei all den Plätzen, die wir an der Mosel kennen, wir kennen eigentlich von Kochen bis Trier alle, ne? Ja, sind wir ja auch alles schon mal Rad gefahren und eigentlich auch vor Kochen, bei Koblenz kennen wir noch ein paar. Eigentlich kennen wir 95% der Stellplätze an der Mosel. Ist das ein Platz, der uns tief getroffen hat oder auch in der Umgebung, weil sie von Herzen kommt und entsprechend, ja, ich habe schon mal so Déjà-vu, ob ich das Mikro anhabe. Der ganze Ort
mega freundlich und alles. Und die Lage, einfach passt alles hier. Das ist ein Fleckchen mit Herz. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch Kesten gefallen hat, fahrt her. Verbringt hier auch ein paar tolle Tage. Lasst uns ein Like da. Schreibt es in den Kommentaren, wie eure Meinung zu Kesten und dem Stellplatz ist. Ja, und ansonsten gibt es nächste Woche von uns ein Special. Wir versuchen mal was Neues. Oder man hat uns zugetraut, was Neues zu versuchen, sagen wir es mal so. Mehr verrate ich nicht. Am Mittwoch ist Feiertag, werden wir zu Hause bleiben, weil wir euch da ein Video von zu Hause drehen werden. Nicht Betty in der Waschküche oder so, sondern bleibt dran, wir werden es euch zeigen. Und ansonsten geht es nächstes Wochenende wieder auf Tour. Wie jedes Wochenende mit dem Duckmobil. Wir sagen an der Stelle danke fürs Zuschauen. Alfred darf jetzt auch mal zu Wort kommen. Ciao, ciao. Okay, da kann ich nichts mehr zufügen. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.